Hier ist es so unheimlich wie in dem Wald hinter unserem Haus, als ich noch klein war. Deswegen lief da hinten auch gerade eine riesige Spinne entlang, oder wie? Was ist denn hier ein Gitter? Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Ein verstopftes Gitter? Können wir doch mit dem Zahn. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Schade. Vielleicht mit einer Schaufel. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Mit ein bisschen Energie geht's doch garantiert. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay, mit dem Unterkiefer. Das bringt nichts. Nö, geht auch nicht. Hier ist ein verstopftes Gitter. Was? Wofür? Okay, der Ort ist mir zu unheimlich. Da gehe ich mal wieder. Nun gut. Also da ist ein Spinnennest oder so. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht weiter nachfragen, was das für ein komisches Krabbeltier war. Und dann gehen wir mal doch nach da oben. Ich gucke nur mal ganz kurz, ob ich noch was finde. Aber hier ist nichts. Nur die Öffnung, die er auch gleich erreicht hat. Und dann müssten wir eigentlich hier bei der Klappe sein. Okay, ich probiere es mal. Mal gucken, was passiert. Wenn wir den gleichen Code nehmen wie von einer der Türen. Mehr als dass nichts passiert, kann ja nicht passieren, ne? Was für ein Satz. Ja. Das und nochmal die gleiche Form in grün. Dann müssten wir es haben. Ein tolles System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Was bringt denn das? Ah, Moment mal. Wir haben ja eine Bahn, die nicht funktioniert. Mal so blöd gesagt. Wo ist der Ball? Da ist er. Jetzt brauchen wir einen Würfel in grün. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Code für diese Tür war. Deswegen, ich muss die jetzt alle, glaube ich, einmal durchklicken. Dauert, wie gesagt, ein bisschen, weil man nicht hin und her wechseln kann und nicht einfach so auswählen kann. Der Ort sagte mir gerade nicht viel. Es könnte das Labor gewesen sein, in dem Maggie sich gerade befindet, aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. So, den. Dann machen wir das. Jetzt brauchen wir einen grünen Ball. Und nachher noch einen roten Ball, wenn ich das so sehe. So, Bällchen. Und jetzt das Ganze nochmal in Rot. Da scheint irgendwo noch eine Gruft zu sein und ein Weg nach unten. Genau. Wir brauchen eine Gruft und einen Weg nach unten. Aha. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Na gut, aber das mache ich nicht mehr jetzt, das mache ich nämlich in der nächsten Aufnahmesession. Ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Und wie ihr seht, ich stehe hier an diesem hübschen Steinkreis. Ich hoffe, ich habe den richtigen Spielstand auch geladen. Und wenn nicht, werde ich es ja sehen. Ja, und ich gehe mal zurück zur Grube. Denn mir sind zwei Sachen auf- und eingefallen. Wobei, nein, ich werde die eine Sache mal vorziehen. Ne? Ich gehe nochmal zurück hierhin und wir gehen mal zur Öffnung, weil wir sind gerade schön in der Ecke, wo mir was ein- und aufgefallen ist. Und zwar das eine, wir haben ja hier diese schicken Lichtbrücken. Ne? Ja, die sind aber nicht an.
Ich habe mich gefragt, wie gehen denn die an? Und ich gebe jetzt zu, ich musste nachlesen. Ich habe wirklich mich gefragt, wie gehen die an? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es daher kurzzeitig mal nachgelesen, wie denn das geht. Ich habe ja immer hier gedrückt. Genauso habe ich das gemacht. Und nichts passierte. Aber man muss, also der Ton ist schon richtig hier, dieses Pling in diesem hellen Ton, das ist alles in Ordnung, aber man muss die natürlich auch aktivieren. Und wie macht man das? Man muss, anders als in Point-and-Click-Adventures üblich, nicht einmal drücken, sondern gedrückt halten. Und schon sehen wir, die Brücke ist aktiv. Das musste ich wirklich nachlesen. Ich gebe zu, das habe ich nachgelesen. So, und hier gehe ich jetzt aber nicht rüber, weil ich denke mir, wenn, machen wir es so, wie der Geist es uns am Anfang gesagt hat. Und der hatte uns eigentlich eine andere Brücke gesagt, über die wir gehen sollen. Und wenn ich die aktiviere, dann werde ich auch über diese Brücke hinüberschlendern. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist. Das habe ich jetzt aber, ist mir aufgefallen, als ich mir die letzte Aufnahmesession angesehen habe, dass ich etwas vergessen habe. Ja, auch da Schande über mein Haupt. Ich habe was vergessen auszuprobieren. Ich habe es noch gesagt, das ist das Coole dran. Ich habe es noch gesagt, als ich dahin gegangen bin, dass ich etwas machen möchte. Ja, aber ich habe es nicht gemacht. So intelligent war ich an dem Tag. Ich weiß auch nicht warum. Aber mir ist es halt aufgefallen, in der Nachbearbeitung von der letzten Aufnahmesession. So, und bevor ich jetzt sage, was mir da aufgefallen ist, ich fahre mal zurück. Ja, und fahre mal in den Nexus. Und dann sage ich euch hier in der Zwischensequenz, worum es geht. Und zwar, ich habe noch gesagt, ich habe ja einen blauen Leuchtstab und zwei komische Energiekristalle, die ich in der Steuerungszentrale testen will. Die Energiekristalle, davon habe ich einen getestet. Vielleicht auch zwei, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Aber ich habe den blauen Leuchtstab vergessen. Ich Intelligenzbolzen. Das wollte ich nämlich nochmal testen und versuchen. Und ich habe nämlich den Eindruck, oder ich habe so im Hinterkopf, ja, so ganz, 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 ganz weit entfernt, irgendwo tief in den Erinnerungen an das Spiel, habe ich so den Eindruck, dass ich nämlich irgend so einen blöden Stab in die Kontrollzentrale da stecken musste und da passierte was. Hier, Entschuldigung, da wollte ich ein... Hallo, Maus. Was machst du denn? So, ich habe die Maus übrigens falsch eingestellt gehabt. Ich muss die mal in den DPI-Zahlen ein wenig runterregeln, weil sonst hüpft sie noch schlimmer als sonst. Ja, also wie gesagt, wir gehen jetzt hier nochmal in die Steuerungszentrale. Und dann gucken wir, ob dieser komische Stab, dieser blaue Stab, den ich im Inventar habe, hier beim leuchtenden Pult funktioniert und was der auslöst. Wie gesagt, ich habe es ganz vergessen, das zu testen. Moment. Da ist er. Hier, blauer Stab. Und den packe ich mal ins Loch. Das ist überraschend. Was? Ich kann die dann rausziehen. Was? Wie? Nein, das war verklickt. Was? Wie? Was macht denn... Hä? Sie werden heller, wenn ich die anklicke. Okay, soweit ist klar. Wenn ich den da rausziehe, kann ich dann hier... Damit sind alle Kristalle verbunden. Ja, und nichts passiert. Moment. Ich habe sie jetzt erfolgreich alle ausgeschaltet. Wie kriege ich denn die wieder an? Ich muss ja wahrscheinlich alle anschalten. Muss ich die ganz rausziehen oder nur teilweise? Ich habe nämlich keine Ahnung, was... Was? War der gerade angewählt von mir? Ich weiß es nämlich gar nicht.
Ah, die werden unterschiedlich hell. Und wir haben den einen, der vorhin immer aus war, schon angeschaltet. Das finde ich gut. Und das sind sozusagen die Energieverteilungen. Ja. Guck mal. Der wird ein bisschen heller, wenn ich hier hochdrehe. Und ich muss sozusagen ihn anschalten. Das finde ich ja gut gemacht. Das ist ja genial gemacht. Moment, das ist am hellsten. Hallo? So. Jetzt ist auch der an. Okay. Vielleicht hätte ich die gar nicht ausschalten müssen. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Oder es gehen immer nur 4 an. Mal gucken. Nein, 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 nein. Ein bisschen nach oben. Ich versuch's mal so. Ja, mal schauen, ob... Ja! Endlich! Alle Kristalle leuchten. Auch wenn er jetzt keinen Kommentar dazu gibt. Das ist ein leuchtender Kristall. Yeah! Endlich! Na toll! Super! Hätte ich nicht geglaubt, dass das so einfach ist. Nein! Oh, verklickt. Es war so klar, ne? Wenn ich mal hier wieder klicke... So, geht doch. Ich will nämlich raus. Zurück. Reicht. Nanu? Muss ich Angst haben? Ist jetzt einer... Ist da jetzt ein Außerirdischer langgefahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass da ein Außerirdischer die Bahn benutzt hat. Wir hatten ja vorhin, oder vorhin ist gut, in einer der vorigen Aufnahmesessions, also in einer vorigen Folge wahrscheinlich, versucht, die eine Bahn zu rufen und bisher ist die ja nicht gekommen. So, aber ich hoffe nicht, dass jetzt hier plötzlich ein Außerirdischer mitten auf dem Flur steht. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob die freundlich sind oder nicht. Gut, offene Tür, Museumsbahn. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Offene Tür. Doch, hier waren wir. Das ist die falsche. Ich dachte ehrlich gesagt, hier wäre jetzt die Bahn, die da gerade angekommen ist, aber das ist sie nicht. Hier erwarte ich immer noch, dass plötzlich einer hier im Raum steht. Oh, Gänsehaut. Da kriege ich beim Gedanken immer Gänsehaut. Hier ist auch eine offene Tür. Ja, hier ist die Bahn nicht gekommen. Ist sie jetzt da? Nein, ist sie nicht. Warum fuhr die dann da vorhin? Jetzt habe ich Angst. Also wirklich Angst. Was kommt nun? Eine leere Bahn. Ja, na gut, dann keine Panik, keine Angst. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass irgendjemand die Bahn benutzt hat und ich weiß nicht wer. Oder das war unser Kollege Brink. Das ist ja auch denkbar. Den haben wir ja schon lange nicht gesehen und der ist ja uns leider abhanden gekommen. Und wir fahren mal zu dem Ort, wo ich noch nicht war. Ob das die Gruft wird? Zumindest wird es mal wieder ein netter Strand und eine Insel. Warum geht er da jetzt nicht hoch? Ich klicke mal nochmal. Nett hier. Ob es wohl hier auch große Seeungeheuer gibt, die uns essen wollen? Okay, hier geht's zur Bahn. Da geht's zum Plateau. Ich bin gespannt. Commander Low, gehen Sie mal nach oben.
ist ein weiter Weg. Ein sehr weiter Weg. Hat er das wieder nicht angenommen? Ja. Gut, wir haben eine Steinplatte. Ist das die, die wir brauchen? Mit meinen Händen kann ich ihn nicht bewegen. Sie ist halb begraben mit Schmutz und Erde. Gut, dann haben wir wohl ein Problem. Wir haben noch einen Pfad. Hier hinten ist nichts. Kann ich die ausgraben? Komm. Was wäre... Mal sehen, ob sich die Platte bewegen lässt. Ja, was wäre nur, wenn wir die Schaufel nicht gehabt hätten? Das muss man jetzt mal so sagen. Jetzt haben wir ein Loch. Auch nicht schlecht. Gut, dann gehe ich mal ins Loch. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Was war das für ein Geräusch? Ein Kreisch, ein Fauch, ein... Ich habe keine Ahnung. Etwas... Herrgott, macht mir doch keine Angst. Da ist ein Loch. Da geht's raus. Ich will hier nicht drin sein, ich will wieder raus. Und ein Oberlicht. Okay. Von draußen dringt etwas Licht ein. Wenn ich nur besser sehen könnte. Ach so, eine Taschenlampe. Moment. Das wird nichts bewirken. Okay. Das bewirkt nichts. Dann lassen wir es. Dann gucken wir uns das Loch an. Das ist ein grob gemeißeltes Loch in der Wand. Welchen Zweck könnte das wohl gehabt haben? Und was sind das für komische Geräusche? Hört sich ja gespenstisch an. Besonders weil diese Geräusche wandern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt, aber sie waren erst auf meinem linken Ohr und jetzt sind sie auf dem rechten gerade gewesen. Ich steck mal hier die Metallstange rein. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Funktioniert der Stab? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Schade. Dieser hier vielleicht? Das wird nichts bewirken. Auch nicht. Vielleicht der Stiel. Ich will das nicht beschädigen. Nein, okay. Und das Ding hier wird auch nichts auslösen. Ups. Und nu? Von draußen dringt etwas Licht ein. Wenn ich nur besser sehen könnte. Hallo, du hast gerade das Licht angemacht. Okay, also wenn das eine Art Grabkammer sein soll, habe ich keine Ahnung. Was jetzt ich hier gerade... eine dezente Beleuchtung. Ja, das sehe ich, aber ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich gehe mal nochmal raus. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist. Wir haben nämlich noch einen Pfad. Ein Pfad, der weiterführt. Hier ist ein Stab. Was? Ein Stab. Hä? Was soll denn das für eine Zeichnung sein? Kann ich nur zurückgehen? Licht? Ich vermute, da muss Licht reinfallen in die komische Kammer. Höhleninneres? Ja, schön, ne? Fledermaus. Wir haben die Fledermaus gestört. Und da oben ist eine Plattform. Ist das jetzt über der Kammer? Hier sind Sie, Brink. Sie haben nicht geantwortet. Ich war beschäftigt. Ich versuche, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich habe keine Zeit für Unterbrechungen. Mit anderen Worten, Sie wollen, dass ich wieder gehe. Das sind die richtigen Worte. Gehen Sie wieder. Also erstens, mein Gott, hat er mich erschreckt, als er plötzlich stand. Und zweitens, nö, ich gehe nicht. Brink, wir haben ein Wörtchen miteinander zu reden. Schließlich hast du hier einfach alle meine Kristalle gemopst und dem Commander widersprochen und überhaupt, also kurz am Brink, so geht's nicht. Was macht ihr da? Sieht aus wie eine ziemlich entartete Maschine.
Ja, aber was macht ihr da? Brink? Ich mach mir Sorgen. Brink! Was tust du da? An welchem Projekt arbeiten Sie hier? Sie sind kein Wissenschaftler, das würden Sie nicht verstehen. Oh, alles klar. Ich kann außerirdische Technologie durchschauen, die Energiezufuhr anstellen, mit der Bahn fahren, Linsen für Lichtbrücken justieren, kaputte Türmechanismen reparieren und sogar einen toten Wissenschaftler wiederbeleben. Aber nein, Ihre Arbeit würde ich niemals verstehen. Ist ja schon gut, Commander, aber meine Arbeit übersteigt den geistigen Horizont normaler Menschen. Ein bisschen von sich eingenommen, der Gute. Also, mehr als sonst. Ja, na gut, dann... Brink, ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit. Das brauchen Sie nicht. Ich habe mich niemals besser gefühlt. Ihr Verhalten ist nicht rational. Was wissen Sie von meinem Verhalten? Was wissen Sie von meiner Rationalität? Niemand war jemals gesünder oder rationaler, als ich es im Moment bin. Nein, wirklich nicht. Ich würde denken, du hast gerade echte Probleme und bist ziemlich süchtig nach diesen komischen Wiederbelebungskristallen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du meinst zwar, dein Horizont sei erweitert, aber steht er unter dem Einfluss außerirdischer Technologie? Maggie macht sich Sorgen um sie. Und ich mir auch. Es geht mir gut, Commander. Ich habe mich nie besser gefühlt. Aber wir sind bloß... Es geht mir gut! Und er ist ziemlich aggressiv, das muss man ihm lassen. Also so richtig gefallen tut er mir nicht. Diese Lichtbrücken verbinden die Inseln. Es ist viel schneller, als die Bahn zu nehmen. Ich freue mich ja so für Sie. Stimmt, und hier fehlt ja noch eine Lichtbrücke. Baut der gerade eine? Im Kartenraum habe ich Hinweise auf einen geheimen Durchgang unter dem Grab gefunden, das ich entdeckt habe. Ich bin ja so beeindruckt. Lassen Sie mich allein, Commander. Ach. Okay. Gut, die Kombination hätte ich jetzt so schnell nicht hingekriegt, aber stimmt. In der letzten Aufnahmesession haben wir ja im Kartenraum, als wir da die Türkombination für diesen Bereich der Insel oder der Karte der Welt eingegeben haben, eine Gruft gesehen, hat er ja noch gesagt, irgendwo hier muss es eine geben. Und jetzt haben wir ja ein Grab gefunden, was er ja auch so kombiniert hat. Also muss es da drunter doch irgendwas geben. Die Frage ist nur, wie man da hinkommt. Mit Ihrer neu erworbenen Brillanz können Sie sich doch sicher einen Reim darauf machen, Brink. Ich habe keine Zeit, jedes Stück Unrat zu analysieren, das Sie finden und mit sich herumschleppen, Commander. Sehr hilfreich. Danke dir. Maggies Arbeit in der Bibliothek macht gute Fortschritte. Dann reden Sie mit Maggie darüber. Herrgott, kann ich mit dir überhaupt mit irgendwas, also über irgendwas reden? Na gut, aber hier, dein Lieblingsthema, die Kristalle. Es beunruhigt mich, dass diese Kristalle Nebenwirkungen haben könnten. Die einzige Nebenwirkung ist der Neid derer, die sie noch nicht genommen haben. Haben Sie noch mehr davon benutzt? Ihre Wirkung auf Gesundheit und Intelligenz steigert sich bei jeder Anwendung. Und was ist mit Ihrer Wirkung auf den Geisteszustand? Diese Lebenskristalle sind die wichtigste Errungenschaft, die je gemacht wurde. Sie sind die Antwort auf alles. Nee, die Antwort auf alles ist 42. Das wissen wir. Ich glaube, das war die richtige Zahl. Egal, was hast du denn zu nehmen? Hast du eine Metallplatte für mich? Ich brauche nur noch eine. Ein paar Metallplatten habe ich schon gefunden. Wenn wir alle gefunden haben, können wir vielleicht nach Hause kommen. Sie erinnern sich doch noch an Zuhause, Brink, oder? Erde, Familie, Freunde, Essen? Sie leisten gute Arbeit, Commander Low. Versuchen Sie unter allen Umständen, diese Platten zu finden. Los, beeilen Sie sich. Gehen Sie jetzt. Ich bin noch nicht sein Hund. Das klang gerade so. Hast du brav gemacht. Los, geh mal den Ball holen. So klang das. Ich weiß nicht, was Sie gerade tun, Brink. Aber diese Geister wollten, dass wir gewisse Dinge erledigen und wir müssen irgendwie zurück nach Hause. Aber das interessiert sie wohl beides nicht. Was ich tue, ist wichtiger. Aber ich werde nichts vollenden können, wenn ich permanent unterbrochen werde. Ja, ist ja schon gut. Ich hab's verstanden. Ich meine, ich musste erst mal alle Dialoge durchklicken, bis ich begriffen habe, dass er nicht mit uns reden will. Aber hey, wenn er nicht reden will, dann... Danke. Genau, so. Ich glaube, der baut hier eine Lichtbrücke. Was ist denn das? Ich
Ich habe ja eine Lichtbrücke aktiviert. Wahrscheinlich ist das da irgendwas in der Mitte. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt ist die... Ach so. Gut, wir sind aber auch nicht... Wir können hier nichts machen, ne? Nö. Gut, dann gehe ich nochmal in das Grab.